Willkommen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu den Clanspielen 2024 im Februar. Ja, ich habe heute Morgen schon richtig reingehauen, Leute. Ich habe schon richtig reingehauen, denn irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber die Clanspiele eignen sich unheimlich gut, um nochmal am Ende des Monats, nochmal richtig reinzuballern in den Pass vor allen Dingen. Und das Nachtdorf kriegt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, muss man ganz klar sagen. Denn ich habe heute Morgen schon hier fürchterlich zugeschlagen mit dem Avatar. 4000 Punkte. Und die habe ich, ich glaube, ich habe nur zwei Tagdorfangriffe gemacht und den Rest habe ich komplett im Nachtdorf erledigt. Also wirklich, wirklich cool. Und dafür hat das Nachtdorf dann auch, wie gesagt, die Daseinsberechtigung hier, dass es überhaupt existiert. Das heißt also, wir machen Clanspiele damit und wir holen uns ein paar Juwelen. Soll aber nicht heißen, dass man nicht auch im Tagdorf die Clanspiele machen kann. Ich habe mal ein Clanspiel angenommen hier beim Beckensheriff. Das wäre jetzt so der nächste. Gestern gab es ja so einen Deal, deswegen steht auch in dem Titel der Deal oder so. Oder ich soll jetzt mit allen meinen Accounts, obwohl das stimmt gar nicht. Gestern hieß es nämlich im Livestream, Toto, du machst jetzt mit allen Accounts 4000 Punkte dafür, dass du mit so vielen Accounts die letzten CK-Angriffe nicht gemacht hast, weil wir die alle verpennt haben. Wegen der Frühjahrsmüdigkeit. Und da habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen mit allen Accounts. Das ist mir dann doch ein bisschen viel. Also das wäre jetzt Fulltime Clash of Clans für mich. Das können wir dann an der Stelle nicht so machen. Aber ich könnte es natürlich machen mit den versäumten Accounts, die keine Angriffe gemacht haben. Das war Avatar, der ist jetzt schon durch. Das wäre jetzt der Beckensheriff und der Donnerbengel. Und vielleicht sogar noch einer. Und im Clan Totos Bande ist es nur Uschi. So, im Clan Totos Bande ist es nur Uschi. Aber ich habe hier ein Spiel angenommen, ihr habt schon gesehen, für 200 Pünktchen. Gibt es was Schönes hier zu machen. Also wie gesagt, Clanspiele, ich hasse die Clanspiele, das wisst ihr. Ich mag die überhaupt nicht. Sie sind ein leidiges Übel oder ein notwendiges Übel. Aber mittlerweile, muss ich sagen, finde ich sie eigentlich gar nicht so schlecht, weil man kann noch mal richtig was im Pass wegballern. Ja? Und oftmals schaffe ich sogar mit dem einen oder anderen Account dann noch den Pass, obwohl ich wirklich Faulheit hier an den Tag lege ohne Ende, was das Bespielen anderer Accounts angeht. Aber dennoch würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen Clanspiele machen. Ihr könnt mir ja schon mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr nicht so faule Schreiberlinge wärt, ob ihr auch die Clanspiele schon hinter euch gelassen habt und ob ihr auch so eine coole Blimp fliegen könnt wie ich. Ich gucke mal, ob ich die wirklich cool fliegen kann. 1, 2, 3. Ein Hühnchen. Und einen schönen Hydra habe ich dahinter. Gucken wir mal, wie weit die Blimp kommt. Das sieht ganz gut aus. Hier lassen wir sie mal landen. Jetzt hätte ich schon fast wieder verpeilt, aber ein bisschen können die ja ab. Die Mädels hier, ein bisschen können die ab. Rathaus haben wir. Mal gucken, von wo wir gleich den Hydra starten. Da kriegen wir noch das ein oder andere Lager, bekommen wir nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen mal so rum. Lass mal gerade überlegen, wir gehen so rum. Und hier können wir dann mit ein paar Lakis das machen. Okay, dann machen wir das so. Dann gehen wir hier mit King und Queen, würde ich sagen, längs. Ja, King geht doch längs, Mensch. Und gehen wir dann mit dem Hydra hier rein. Also eigentlich gehören da natürlich noch ein paar Loons mit rein. Die habe ich jetzt im Moment nicht und der muss ich nach darstellen. Den Royal Champion ziehen wir mit dahinter. Und machen auch mal den King groß. Ich dachte gerade schon wieder, der King ist schon wieder in der Base, weißt du? Habe ich gerade schon wieder gedacht. Aber ich habe mir gedacht, wir machen einfach die beiden Kanönchen hier hinten und können dann hier schon mal so ein bisschen Cleanup setzen. Oh. Cleanup setzen war gut. Okay. Kriegen wir aber hin. Jetzt haben wir ein bisschen außen Augen gelassen hier, aber dann machen wir mal ein paar Pünktchen. Die Drachen fliegen ja noch ganz gut. Roll Champion ist auch noch gut am Start. Wo ist er? Wo ist er, Roll Champion? Ah, hier unten, okay. Ich wollte gerade sagen, wird wieder leicht hochgeheilt, aber ich habe auch die Heilaura, glaube ich, vom Worden drin. Das Lebensbuch meine ich. Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Warte mal, kann man das sehen? Ah ne, jetzt kann man es nicht. Im Moment kann man es nicht sehen. Okay. Dann zünden wir gleich noch unsere Queen hier hinten. Das Cleanup hat ja funktioniert. Perfekt. Queen ist schön außenrum gegangen mit dem King. Sehr schön. So kann man es machen.
So kann man es sehr, sehr gut machen. Dann haben wir die ersten 200 Pünktchen hier drin. Wir haben eine Blimp gespielt. Also ist auch, es gibt ja keine Herausforderung bei den Clan-Spielen, außer du machst zu wenig Punkte, weil du in Legende hockst und hast nur 8 Angriffe. Aber da, den Rest machst du halt im Nachtdorf dann. Ne? Das ist dann völlig Wumpe, würde ich sagen. Und da haben wir die neue Challenge. Wir quicken die auch gleich nochmal nach. Mal gucken, ob wir jetzt was mit Hawks bekommen. 2 Angriffe am Stück gehen ja, ist auch sehr, sehr gut. Dank dieser Heldengeschichte, dass die nochmal healen. Ihr seht, die haben jetzt natürlich kein Herzchen da, obwohl der Warden hat noch ein Herzchen. Der ist also nochmal bereit. Und wir könnten jetzt auch schon im Nachtdorf starten. Hier, das sind glaube ich schon Nachtdorf-Aufgaben. Hier, ihr seht es selber, 200% Destruction from Builder Base. Das ist unheimlich einfach. Das wisst ihr selber. Und es macht keinen Spaß. Das hier macht mir auch keinen Spaß. Das habe ich nämlich schon vor mich hingeschoben mit dem anderen Account. Aber ich nehme es jetzt mal mit dem Bengel hier und gebe mir mal eben ein paar Hoggies. Wenn schon mit Hawks, dann mit More Hawks, sage ich immer. Einmal das, einmal das. Und ich glaube, eine Karre habe ich selber, stimmt das? Ja, die habe ich selber, perfekt. Und dann suche ich mir mal einen Gegner wieder raus. Denn der Deal war 4000 Punkte mit den Accounts. Das ist jetzt auf jeden Fall der Deal mit den Accounts, mit denen ich das hier nicht geschafft habe. Den stellen wir schon mal auf Fußboden. Da kann ich mit leben. Da ist noch ein Livestream dazwischen oder zwei sogar. Und oh, das ist fette Beute hier. First Click hier. Sehr cool. Wo ist der Adler? Da hinten und auf Ecke. Ach Herr Jene. Okay, dann nehmen wir den mit. Was haben wir denn hier equipped eigentlich? Ich habe das Lebensbuch mit dran. Okay. Aber ich habe den frostigen Pfeil nicht. Denn ich habe es ein bisschen versäumt, mit diesen Accounts hier den Frostpfeil zu machen. Und ich habe auch im Moment keine Supermauerbrecher, weil ich das Dunkle im Moment so ein bisschen zusammenhalte, Leute. Kann man ja mal machen. Und wir kommen nochmal durch eine Mauer durch da, beim King, okay. Da brauche ich das, glaube ich, nicht. 75 auf 69. Aber ich könnte hier nochmal ein paar Mauerbreaker starten. Die gehen allerdings nach da. Okay, aber so schlecht sind die jetzt auch nicht gelaufen. Aber ich weiß jetzt schon, wo ich gleich ansetze. Mit meinem King und der restlichen Meute hier gehen wir, glaube ich, lass mal gerade checken. Jo, ist klar. Ist klar, Kollege. Okay, die Queen können wir oben laufen lassen. Mal sehen, ob Frau Pecker hier mit reingeht und die Walküre. Aber jetzt kriegt meine Queen da schon... Ja, das ist ärgerlich. Den Beschuss von dem Inferno da. Okay, da müssen wir jetzt drin. Meine restliche Meute ist auch dabei. Sehr gut. Okay, den King musste jetzt gerade zünden. Mal ein bisschen näher reingehen hier. Den Royal Champion schicken wir auch hier mal los. Auf Flanke, würde ich sagen. So, wo tut es am meisten weh? Da. Da tut es am meisten weh, glaube ich. Oh, meine Queen. Bleib bei uns. Bleib bei uns, Liebste. Okay. Schaff mal den Helden da hinten. Wir haben den Helden noch geschafft. Und hier vorne den Scatter. Und den Scatter hier. Warte mal, kriegen wir den? Ja, den kriegen wir. Okay. Den Scatter bekommen wir. Vielleicht ein bisschen schneller, oder? Weil gleich schießt nämlich noch hier ein Scatter. Und den müssen wir mit den anderen Magiern machen. Kriegen wir es noch hin? 80% haben wir ja auf jeden Fall geschafft. Ja, schöner Angriff, würde ich sagen, oder? Schöne Attacke. Mal so ein bisschen mit den Rathaus 13 hier fahren. Macht auch ein bisschen Laune, muss ich sagen. Allerdings habe ich auch noch einen Elfer zu spielen. Uschi ist 11, ne? Oder ist Uschi schon 12? Weiß ich gar nicht. Aber egal. Schöner Loot hier, schöner Bonus.
und eine neue Challenge, die wir anfangen können. Also auch hier die ersten 350 Punkte, easy peasy, in noch nicht mal 6 Minuten oder so. Und wenn man das dann natürlich weiter hält, also vor dem Spiel müsst ihr euch in Acht nehmen. Vor dem Spielen müsst ihr euch in Acht nehmen. Das gibt es auch nochmal mit 4 Bauhütten. Weil, wenn ihr Pech habt, so wie ich es heute schon mal hatte, dann stehen diese Bauhütten in der zweiten Stage. Da muss immer in die zweite Stage rein. Hier habe ich diesmal ja eigentlich auch Pech, weißt du? Das ist ein bisschen doof. Also das Clanspiel lösche ich auch gerne. Das Clanspiel lösche ich auch gerne, muss ich sagen. Jetzt können wir natürlich den ollen Trick machen hier. Wir können Clash of Clans einfach schließen und wieder öffnen. Dann ist der Angriff vorbei. Ist natürlich lame, ich weiß. Das ist eine ganz lame Sache. Habe ich heute Morgen aber auch schon ohne Ende gemacht, weil ihr seht es, ich habe sogar 3 Sterne geholt. Weil ich echt lange gesucht habe, bevor ich dann überhaupt mal eine Base fand. Aber hier haben wir die eine. Okay, da haben wir die eine. Dann passt das. Sehr schön. Und dann machen wir den Angriff auch regular, würde ich mal sagen. In der Hoffnung, dass wir die jetzt auch kriegen, den neuen Wachposten da. Mann. Ja, okay, die ersten Skelette gehen dahin. Alles klar. Die ersten Skelette gehen dahin. Schnell mal was gezündet hier. 1, 2, 3, 6er auch. Dann ist der Gigatesla hier weg, oder Megatesla heißt er. Und ich kann den Nummer 2 auch noch zünden. Allerdings würde ich das ganz gerne über der Luftabwehr da hinten machen. Dass wir hier auch, na, ich meine, wenn man dann schon in die zweite Stage kommt, sollte man das auch mitnehmen. Die Sternchen hier, zack, da ist er weg. Und dann haben wir fast nichts mehr, was noch den Ballon aufhält hier. Denn der Tesla ist noch abgelenkt. Ich muss dringend was trinken, irgendwie was hier. Und dann geht's ab in die zweite Stage. Sehr schön. Wir schütten uns eben mal was in. Bisschen Tee schadet nie. Oh, Käse. Was ist das? Kaputt machen? Ja, kaputt machen. Natürlich machen wir das kaputt. So, jetzt war ich gerade gemutet. Schaffen wir das noch? Schaffen die Kleinen das noch hier, die Kleinen? Komm. Oh, der Lucky. Gibt alles. Doch, noch geschafft. Aber die 4 sind jetzt auch ein bisschen stark. Also der Otto Outpost, den darf man auch nicht verkennen, wir haben die eine Hütte gemacht. Ja, okay, Bonus. Das kommt auch noch dazu, ne? Also bei den Clanspielen hier mit dem Bonus und so, und du holst relativ viel und musst was bauen, den Battlecopter. Nein, ich mache erst den Healing Hut. Ich kann euch auch genau sagen, warum ich erst den Healing Hut mache. Die heilende Hütte hier, weil der Copter, sind wir ehrlich, das ist die schwächste Truppe hier in Clash of Clans. Der ist so schwach, selbst auf 35 ist das echt eine Gurke. Also Schaden 0, ne? Also so gut wie, der Schaden geht so gut wie gegen 0. Und das lohnt sich wirklich nicht, den zu spielen, aber den haben wir gemacht. Jetzt haben wir schon 500 Punkte, also so schnell geht's. Und wenn ihr jetzt euch das mal einteilt, ich gucke mal da, wenn ihr euch das mal einteilt auf die Tage, dann braucht ihr eigentlich nur so 700, 800 Punkte machen. Pro Tag 4000 ist ja hier maximal. Und ich bin jetzt schon mit meinem zweiten Account hier auf den Weg in die richtige Richtung, würde ich sagen. Allerdings, ich springe mal gerade zu Uschi rüber. Denn das ist ja auch die Pilotin, die nicht angegriffen hat im Clan Totos Bande. Und da hätten wir locker gewinnen können. Oh mein Gott, ich werde angegriffen. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist selten, ne? Aber das ist dann Murphy, ne? Das ist Murphy. Du kommst ins Spiel rein. Du kommst ins Spiel rein und dein Dorf wird abgegriffen hier. Mal gucken, wie sehr es abgegriffen wird. Aber sieht schon ganz schön heftig aus, okay? Mit nur gar nicht mal so viel Truppen hier, da brauchst du noch nicht mal eine Doppelleiste.
So wenig Truppen sind das ja hier unten. Okay, der holt sich aber ganz gut was bei mir. Ärgerlich. Aber ihr wisst selber, das ist nur Loot, den kann man sich wiederholen. Spätestens, wenn wir uns rächen an ihm. Spätestens werden wir uns gleich rächen, aber er wird ja gleich online sein, es sei denn, er geht dann offline und wir können uns rächen. Ich habe ja die Tage mal eine Revanche hier durchbekommen. War ich auch echt froh, das mal wieder zu machen. Das sind ja auch Dinge hier in Clash of Clans, die macht man kaum noch, ne? Die macht man kaum noch. Abgesehen davon, dass es auch null Sinn macht. Also es ist einfach nur um den Ego zu trotzen. Ich habe mich gerecht, weißt du. Mehr ist es ja nicht. Aber okay, Adler hat er nicht bekommen. Oder sie nicht, keine Ahnung. Bellic hört sich nach sie an. Aber okay, dieses olle Festival hier, da kann ich noch ein paar Marken ausgeben, die ich gar nicht mehr habe. Doch, so ein paar habe ich noch. Okay, dann holen wir uns hier eben mal was raus. 120 haben wir jetzt noch. Ich nehme da Gold für. Wie gesagt, ich habe die Pfeile hier nicht reingespielt, Leute. Manchmal tut es mir leid, dass ich die Gems nicht ausgegeben habe, denn es hatte mich so pro Account so knapp 1500, vielleicht 1000 Gems noch gekostet. Aber selbst dieses Einloggen, Umloggen und so weiter ist einfach viel zu viel für mich. Und wir können uns... schade, der ist online. Okay, ich habe aber so... ich habe 13 Stunden Schild jetzt. Das ist auch locker, ne? Hier hat auch noch keiner angefangen. Ah doch, Lloyd hat schon angefangen. Wie niedlich. Okay, Lloyd hat schon angefangen. Wie niedlich. Ich glaube, ich habe die Nachthexen auch im Nachtdorf, oder? Nachtdorfhexen. Habe ich Nachtdorfhexen? Ja, habe ich schon. Okay. Dann können wir die nehmen. Die sind nämlich nicht schlecht. Die Nachthexen hier. Und wir brauchen auch nur einen Stern für 100 Punkte. Schon mal reinkommen hier, ne? Erstmal ankommen hier in dem Spiel. Hallo, ich bin's, Ibims. Und kurz mal hübsch machen hier. Und wenn man hier nämlich nicht angreift, dann hast du hier nämlich irgendwann kein Elex mehr und kannst die Bäume nicht mehr abholzen. Bäume nicht mehr abholzen heißt keine Gems. Ja, okay, ein paar gibt es natürlich. Also wie gesagt, das Einzige, wo das Nachtdorf für taucht, ist die Juwelenmine leveln und Angriffe machen eben. In den Clan spielen. Okay, müssen wir jetzt eben noch wechseln auf die olle Hexe. Machen wir das mal. Wir brauchen ja eigentlich brauchen wir nur eine, ne? Eigentlich brauchen wir nur eine. Okay, und wir müssen nur gewinnen. Das geht ja auch noch. Dann machen wir hier vielleicht noch ein, zwei Sternchen mehr. Je nachdem, wie es geht mit den Barbaren hier. 2 Sterne sind eigentlich mit den Barbaren immer drin oder fast immer drin. Da haben wir schon den 2. Stern. Jetzt geht sie allerdings schon auf den Stempler. Okay, den haben wir auch noch geschafft. Sehr schön. Da geht sogar ganz schön viel, ne? Nicht schlecht. Hex ist auch noch am Start hier. Sehr schön. Ich mag die Nachthexen hier. Das ist schwarz. Die sind böse. Sie rocken fast jede Base hier ab. Aber okay, das schaffen sie jetzt nicht mehr. Aber sie sind ganz gut. Und ich brauchte nur einen nehmen. Ne? Und in 2,5 Minuten die ersten 100 Punkte hier drin. Und auch den Bonus. Also läuft doch, Leute. Läuft doch. Und hier haben wir auch ein bisschen was geschafft im Pass. Da muss ich auch noch etwas mehr machen. Okay, läuft aber noch 7 Tage, 20 Stunden. Da machen wir noch einiges hier in den Streams. Ich hoffe, ihr habt auch schon angefangen und habt vielleicht auch so einen Deal wie ich. Ja, also nicht angegriffen im letzten Clankrieg, also nicht in dem Clankrieg, sondern im Clankrieg davor. Und ist es schon wieder ein deutscher Clan? Wir spielen im Moment viel gegen deutsche Clans. Ne, ist es nicht. Und ich werde das auf jeden Fall machen, also ich werde euch das dann auch irgendwie mitteilen, dass ich mit den Accounts, mit denen ich nicht im CK angegriffen habe, 4000 Punkte geholt habe für meine Clans in den Clanspielen. Das heißt, das müssen so 5-6 Accounts sein oder so, also es hält sich noch in Grenzen. Wenn ihr sowas Ähnliches bei euch im Clan macht, dann lasst es mich gerne wissen. Vielleicht habt ihr ja noch viel, viel, viel mehr oder viel, viel andere Sachen auf Lager, wie man das Ganze regeln kann. Wenn euch die Folge gefallen hat hier von den Clanspielen, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Ciao, ciao, euer Toto. Clasht.